Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal zu Gas Station Simulator, Tankstellen Simulator. So, ich habe mir überlegt, wir schauen jetzt mal. Wir können nämlich doch, das hatte ich nämlich geguckt, noch einen Angestellten einstellen. Ja, zack. Und dann können wir nämlich doch die Waschanlage bauen, das würde ich nämlich ganz gerne tun. Das bringt nochmal einen Tacken mehr Geld mit rein. So. Dann haben wir die nämlich auch. Da stellen wir jetzt direkt einen Angestellten ran. Dann habe ich da nämlich nichts mit am Hut. Hoffe ich mal. So, ich stelle mal noch einen ein. Ich hoffe, wir finden einen hier. Geeignet für Autowäsche. Reinigung 1, Reinigung 3. Nehmen wir den hier. Ricardo. Ricardo ist der Mann, der jetzt an die Wäsche kann. So. Tankstellenreinigung? Nee. Ach, der ist gut zum Reinigen, aber der kann... Ach du Scheiße. Okay, Mist, deshalb missgebaut. Ja, Ricardo, dann wirst du jetzt der neue Tankwart, ne? Und dann würde ich ganz gerne... Scheiße, jetzt muss ich die doch selbst bedienen. Einrichtung, da muss man noch eine Zapfsäule machen. Schon wieder ein Sandsturm? Kann nicht Sinn. Nur eine Zapfsäule machen hier. Zack. So. Können wir gleich schon wieder mit unserem Freund hier. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. So. Den müssen wir dann mal an die Seite stellen hier. Den Joni. Wenn ich mal sehen würde, ich sehe doch nichts. Ich sehe doch nichts hier. Stellen wir den mal hier hin. So. Dann gehe ich auch mal direkt durch. Oh Gottes Willen, was ist hier los? Was ist hier los? Los, Tank voll, Junge, Tank voll. Was hast du denn gemacht? Alter, vergraulen mir nicht die Kunden hier. Gut, ich glaube, während des Sandsturms Auto waschen, ich meine, das ist eigentlich nicht so schlecht. Ja, wir können dranbleiben, aber das bringt uns nicht so viel Geld, weil wir waschen uns zu Tode. Also fege ich lieber noch ein bisschen den Laden. Ja, ich habe Regale aufgefüllt, ich hatte Sachen nachbestellt. Die Werkstatt ist auch wieder ein bisschen ausgestattet mit Reifen und Gedöns. So, ich glaube, der Sandsturm ist vorbei. Dann können wir jetzt mal eben auf die Suche gehen. Ja, ja, entspann dich. Ich muss hier erstmal gucken, ob hier irgendwelche Sandhaufen sind, die ich wegmachen muss. Achtung, heiß und fettig. Da ist da schon einer. Ich sehe schon einen hier. Hast du wieder toll hingekriegt, Madame. Konntest wieder nicht warten, ne? So, komm, ich befreie dich. Fahren wir jetzt nicht in meinen Bagger rein, du. Da ist aber was los. Achtung, ich muss da durch, ich muss da durch, ich muss da durch, heiß und fettig. Hab's in der Hand nicht gesehen, hab meine Reifen gequalmt haben hier, wie verrückt, wa? So. Meine Reifen, meine Rohre. So ein Quatsch. Gut, jetzt haben wir selber ins Knie geschossen, weil ich gedacht habe, der kann auch, sag schnell, Auto waschen. Jetzt muss ich Auto waschen. Gut, dafür muss ich, ups, kein Kraftstoff mehr. Diesmal habe ich vorgesorgt. Hey, Edge. Dafür muss ich nicht mehr tanken, das ist schon mal gut. Was ist denn hier los? Echt jetzt? Mal eben gucken, ist da hinten auch alles frei oder muss ich da noch was wegräumen? Mal eben einmal eine Runde drehen hier. Aber ich glaube, hier ist alles frei, ne? Ja, sieht ganz gut aus. Okay. Lassen wir unseren Kleinen hier mal stehen.
So, das heißt, wir gehen jetzt Auto waschen, das erste Mal. So. Ich komm schon geflogen. Hör auf, mich anzuhupen. Ich komm schon geflogen. So, dann wollen wir mal gucken hier. Mal erstmal die Kanten sauber. Ja. Niedriger Druck. Echt jetzt? Was soll das? Du kannst die Waschanlage unabhängig von der Tankstelle schließen. Ah, okay. Ja, gut, du musst mal eben noch warten. Ich muss mal eben nach dem Druck gucken hier. Hup mich nicht an, Fräulein. Hup mich nicht an. So, aber was ist denn jetzt niedriger Druck hier? Was soll denn der Kram? Ah, später kann man automatisches Waschen freischalten. Okay. Sandsturm haben wir erledigt. Ah, da muss ich die. Ich muss die. Ja, tut mir leid, ist geschlossen. Geschlossen. Wir haben technische Defekt. Ja, tut mir leid. Technischer Defekt halt, ne? Finde den. Ja, hier ist ein Kanal, ne? Ne. Wohl nicht. Ja, wo soll es denn sein? Ja, wo ist es denn nur? Ja, wo soll denn? Himmel, Herrgott. Da hinten. Da hinten müssen wir hin. Ja, fast. Ich muss hier rum. So, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? So, wollen wir mal gucken hier. Wo sind wir hier? Phasmophobia? Ich dachte, wir machen einen Tankstellen-Simulator. Okay, den kann ich da nicht dran machen. Okay. Den nehmen wir mal mit. Den nehmen wir mal mit. Wir sind ordentliche Ferkel. Wir können ja eigentlich auch mal aufräumen, ne? Oder? Hier liegt ja noch Unmengen an Müll rum. Und Unrat. Bis hier geht's nicht weiter. Oh ja, Dennis auch zugeschlagen. Okay. Und Waschbecken. Ah, schau an. Nehmen wir den mal mit. Echt jetzt? Hau ab! Wir haben Krokodile hier im Abfluss. Hallo? Geht's noch? Da geht's nicht weiter, das Sackgasse. Das ist auch Sackgasse. Oh. Oh, da hört sich das aus, als wenn der Schlauch hier. Wer bist du denn? Hallo, mein Kleiner. Du bist ja ein Lieber. Du bist ja. Oh. Fütter Gustav. Nimm den Müll. Schmeiß ihn zu Gustav. Und Gustav ist glücklich. Okay. Das kriegen wir hin. Okay, vielleicht mit ein bisschen mehr Wumms. Ja, Gustav! Guck mal, Gustav! Ja, prima! Ah, da geht er an die Anzeige, geht da hoch, okay.
Ja, Gustav, hä? Ist endlich mal wieder Futter hier. So. Wunderbar, können wir denn noch irgendwas machen hier? Interagieren, aber tut sich nichts. Aber wir sind voll. Guck mal, Volldampf. Volldampf voraus. Wo geht's hier hin? Hier geht's nach oben. Ah, ich guck an, hier sind wir jetzt ausgekommen. So, gut, dann können wir jetzt die Waschanlage öffnen. Hub mich nicht an. So, ist geöffnet. Kinder, es ist geöffnet. Kunde an einer Kasse. Ja, die sind schon wieder alle Kraftstoff niedrig. Oh, ich muss Sprit bestellen. Wie viel kriegen wir jetzt rein? 350 Liter? Da machen wir 200, ne? Attacke bestellen. Komm, ich fertige die mal eben ab hier. Mit ihren drei Teilchen. So. So, bitte die Dame. So, sind die denn jetzt schon wieder fit hier? Nina, sei mir nicht böse, aber du musst wieder an die Arbeit. Der Papa braucht Geld. Komm. Nina war unsere Reparaturtante, ne? Du Charlotte, du musst auch wieder an die Kasse. Tut mir ehrlich leid. Tut mir leid, du musst an die Kasse hier kommen. So, geh mal an die Kasse hier. So, Sprit kommt auch sofort. Meter noch, dann kommt der Sprit. Kinder. So, der ist auch schon wieder K.O. hier. Ich werd verrückt. Los, komm, beeil dich, Junge. Beeil dich. Wir haben nicht ewig Zeit hier. Kommt, jetzt wart mal hin hier. Los, Attacke um die Kurve rum. Los, rum um die Kurve. Ach, du willst Auto waschen? Okay. Autowaschen ist gut. So, und du kommst jetzt mal hier, zack. Mach ich mal eben hier voll. Schickes Auto, mein Freund. Schickes Auto, muss ich sagen. So, komm. Komm, mach einen Schlauch dran. Wir brauchen Benzin. Ich hab gepennt. So. Ey, jetzt hupt mich an hier. Bin herzkrank. So, warte, jetzt haben wir Druck. Das ist wunderbar. Da können wir den Schmutz hervorheben. Ah, hier können wir die Düse ändern. Oder? Ah, mit dem Mauscroll können wir die Düse ändern, okay. Gott, das ist ja eine mühselige Angelegenheit. Und jetzt mit der kleinen Düse machen wir den kleinen Dreck weg, oder wie? Wollen wir mit der kleinen Düse arbeiten, oder? Oh Gott, oh Gottchen, Lottchen. Der Druck nimmt auch schon wieder ab. Wie soll ich denn da runter zum Gustav füttern gehen? Echt jetzt? Na ja, komm mal her. Ach du meine Güte. Gott, zwei Autos waschen kann ich nach Gustav gehen, oder was? Was kostet denn eine Autowäsche? $500? Ach du meine Güte.
Wie viel gibt's? Wie viel hat's gegeben? Ich hab's nicht gesehen. Mist! Ich hab's nicht gesehen! Oh, wie sieht denn hier schon wieder aus? Also die Waschanlage, das war keine gute Idee, glaube ich. So. Oh, Eis ist auch fast alle. Oh, oh. So, unbedingt nachbestellen. Oh, das Regal ist auch. Da kriegen wir auch noch was rein. Da haben wir noch ein bisschen Spare. Und das wieder voll. Wie sieht es hier mit Tränken? Da ist auch. Das machen wir mal so hier. Zack, zack. Aufgefüllt. Zeitschriften. Auch wieder voll. Pflegeprodukte für das Auto brauchen wir noch ein paar. Wie sieht es mit Zigaretten aus? Zigaretten sind noch so gut. Alkohol ist auch noch ein bisschen da. Dann schmeißen wir uns mal an die Zapfsäule. Was habe ich jetzt davon, dass ich eine dritte eröffnet habe? Hier, jetzt muss ich dreimal tanken. Der fährt schon weiter. Und das Telefon rappelt. Das wäre nichts Besseres zu tun, nicht als mit Onkelchen zu telefonieren. Finally, it's over. Where was it? All right. I need your help. And we have to be fast about it. Little Birdie told me that someone is passing through Route 66 with quite valuable cargo. You know how to lockpick, right? Just okay. Crack open a few trunks. Of course. You don't have to participate. I've got other ways of getting what I need. But don't you want to make your uncle happy? Ja, super. Jetzt kann ich ja auch noch Kofferräume. Jetzt bin ich auch noch. Ich wusste, lass dich nicht mit der Familie ein. Ich hab's immer, ich sag's immer. Tja, wenn ich jetzt wüsste, wo, ne? Wenn ich jetzt mal wüsste, wo. So, der Herbert darf es sein. Einmal waschen. So, einmal über Dach hier. Ja, die Stellen noch kommen. Wir wollen uns jetzt mal nicht so pissig haben, ne? Komm. Das kriegen sie nur bei uns. Ja, aber das ist Käse, wenn ich so viel Wasser vorballer hier, ne? Ich versuche mal nur seine Saul zu sauber zu machen. Mal gucken, mal da. Vielleicht kriegt er das ja gar nicht mit, der Vogel. Ja, also, geht doch. Was gab es denn dafür? Habe ich jetzt umsonst gewaschen oder was? Zwei Kunden an der Kasse, ja. Hier ist. Ja, Kinder, ihr müsst ein bisschen warten. Ich kann mich hier nicht durchschneiden, ne? Das geht nicht. Meine Angestellten haben mal wieder keinen Bock, hier zu arbeiten. So, wunderbar, kann ich rechts Sprit bestellen, ne? 4,5 Mille habe ich hier, wow. Ja, Jungs, ich versuche mal, ich guck mal, ob die Charlotte schon wieder einsatzbereit ist. Noch nicht ganz, aber ich werde mein Bestes geben hier. So, komm Charlotte, du musst zurück an die Arbeit. Komm, bedien an der Kasse hier. Und Nina, sei mir nicht böse. Ich weiß, du bist hier die tragende Kraft eigentlich. Autos reparieren. Ich bin auch gar nicht. Guck mal, ich bezahle dir deinen Lohn und ne, ich gebe dir noch einen Bonus. Oh, dann ist die voll. Cool. Ja, dann mein kleiner schicker Tankwartfreund, ja. Du
wirst jetzt definitiv mal wieder tanken gehen. Ach so, erst willst du Geld. Oh, ist klar. Dann kriegst du halt 68, so. Und jetzt gehst du tanken. Komm. Nicht an die Kasse. Nein, nicht an die Kasse. Nein, nein. Du sollst tanken. So, wunderbar. Hier läuft wieder alles. Kann ich mal eben hier schon mal den Müll wegpacken. So. Mal hier rein, zack. Die WCs sind sauber, das ist gut. Da könnten wir eigentlich auch mal einen aufrüsten im WC, ne? Ich meine, wir haben ja, Taler haben wir ja momentan genug, aber ich muss auch aufpassen. Ricardo, komm, geh tanken. Sprit wollte ich bestellen. Vollotte 200 Liter. Komm, Attacke. Genau. Ich wollte mal eben gucken hier. Einrichtung. Die Toilettenhäuser können wir noch ein bisschen aufrüsten, ne? Parkplatz brauchen wir nicht noch, die. Aber die Toilettenhäuschen können wir noch einen aufrüsten. Hier, komm. So. Was können wir noch aufrüsten hier? Na komm. Hier können wir auch nichts mehr machen. Und hier haben wir auch nichts mehr zu tun. Das heißt, wir können nur einen Parkplatz machen, ne, wenn wir wollen. 500. Komm, dann machen wir noch einen Parkplatz. Holen wir uns noch mal unseren schlanken Freund hier. Und machen noch einen Parkplatz. Aber eben fege ich noch. So. So, Autobedarf müssen wir noch ein bisschen nachfüllen dann. Getränke und Snacks müssen wir dann auch noch bestellen. Unser Bagger, genau. Unser Bagger. Hier kommt Bodo mit dem Bagger. Pass ich da unten durch, jo. Achtung. Ich habe Vorfahrt. Ich bin der Größere und Stärkere von uns beiden. Ja. So, dann haben wir den auch aus dem Weg geräumt. Aber ich weiß immer noch nicht, wo ich hier. Wo Onkelchen wollte, dass ich den Kofferraum knack, ne? Ich hoffe, der meint nicht, ich knack den Kofferraum hier auf meinem Anwesen. Und wir müssen auch den Kanister dann wieder leer machen. So, wir stellen ihn jetzt mal hier ab. Ja, hier ist doof, ne? Dann stellen wir ihn hier hin. So. Ja, ich komme ja schon. Oh, das wird aber teuer, mein Freund, das sag ich dir jetzt schon. Ja, Moment, ich mache ja gleich den Tankwagen. Lass mich doch mal eben durchwaschen hier, der ist doch dreckig wie verrückt. Kann den doch nicht dreckig wegfahren lassen hier, jetzt komm. Mach kein Heckmeck. So, komm, das sollte aber gut sein, ne? Wir wollen ja nicht übertreiben hier mit Autowaschen. Das ist eine alte Kiste hier, Mensch. Ja, also geht doch. Ja, ich komm doch schon. Hört doch das Hupen auf, davon tankt er doch auch nicht schneller meinen Tank. Macht er auch nicht voller meinen Tank. Hört jetzt auf hier, verflucht, das schmeiße ich euch alle vom Gelände. So, wie sieht es hier schon wieder aus?
Werkstatt muss ich auch mal gucken, ob die noch genug Material hat. 4200 haben wir. Wie sieht's denn aus hier bei dir? Keine Reifen mehr? Okay. Kein Kratzentferner mehr. Und keine Spiegel mehr. Oh, deshalb habe ich auch so viel Geld. Lieferung. Alter, das wird teuer. Das wird teuer. Direkt 20 Reifen. Da machen wir mal direkt 8 davon. Und wir machen mal 10 Spiegel, ja? 11 Spiegel, okay, komm. 2200, etwa klar. Komm, dann können wir mal eben... Ne, machen wir gleich. Jetzt haben wir nur noch 1170. Ich werd bekloppt. Was ist denn los hier? Komm, tank doch mal hier. Mach mal hin, Mensch. Tank mal das Auto auf da. Ist ja furchtbar. So, die Waschanlage ist jetzt erstmal geschlossen hier. So. Zack. Nur damit wir uns richtig verstehen. Wir können mal eben gucken hier, ob wir da irgendwie anders Druck aufbauen können. Oh, Dennis ist schon wieder da. Okay, das ist auch wieder fast voll, das ist gut. Ja, okay, dann funktioniert es ja. Also wenn das so ist, dann geht es ja. Wenn jedes zweite, dritte Auto... Jetzt geht doch mal da hoch. Jedes zweite, dritte Auto nur tanken muss, ist alles schick. Dennis, ich schwöre dir, mein Freund. Ja, dann lauf aber mal, du, mein kleiner Freund, du. Oh, der Partybus ist da, der Partybus ist da. Die Kasse klingelt. Charlotte, gib alles. Ja, hub doch nicht. Die machen doch nur Spaß, die Jungs. Mensch, das sind Kinder. Jetzt hört doch auf mit dem Kram hier. Komm, zack. Komm, wirst vom Chef selbst bedient. Schneewittchen. Wie viel haben wir denn noch? Durch einen Angestellten besetzt. Ja, da muss aber schneller kommen, meiner. Oh, stinky Müll. Stinky Müll. Wollen wir mal schnell weg hier. Der ist auch stinky, stinky. So. So. Und den auch wegbringen. Und Dankeschön, Lea. Dass du mir die Aufnahme versaut hast. So. So, Eiscreme ist nur noch ein bisschen da. Hier können wir noch ein bisschen nachlegen. So. Hier ist auch nichts mehr. Autopflegeprodukte müssen wir kaufen. Kriegen wir noch was rein? Hier, komm. Place all hier. Zack, zack. Hier auch, ne? So, komm. Kauft ein, kauft ein. Guck mal, die Regale sind wieder voll, Jungs. So, da kommt auch schon. Ja, immer mit der Ruhe, immer mit der Ruhe. Ich muss doch erstmal da drüben bedienen, bevor ich hier leer machen kann. Immer mit der Ruhe. That'll do, that'll do, that'll do. Jetzt schieb ab hier. So, dann packen wir immer erstmal wieder die Klamotten in die Werkstatt und dann holen wir mal unsere zuckersüße Nina. Die ist sogar schon da. So. So, Ninchen, jetzt hast du wieder. Attacke. Komm, zeig, was du kannst. Mach den Herrn glücklich.
Oh, wunderbar, Dennis hat hier auch zugeschlagen. I am King Dennis. Ja, ja, ist klar, wenn ich die zieh dir die Ohren lang, bis du nicht mehr aus den Augen gucken kannst. So, wie sieht denn aus? Oh, die sind ja voll dran hier, ey. Ach, ich renne Charlotte hier. Ich glaube, ich spinne. Komm. Ich glaube, du spinnst hier. Ausruhen. Von wegen ausruhen. Und jetzt ab hier an zur Kasse, aber ein bisschen schneller. Die Herren, Charlotte kommt gleich. Einen kleinen Moment. Charlotte ist schon unterwegs. So. Ich wollte, so genau, Zigaretten muss ich nachbestellen. Autopflegeprodukte muss ich nachbestellen. Trinken muss ich nachbestellen, okay. Also, Lieferung. Zigaretten habe ich gesagt. Autopflegeprodukte. Und Getränke, ne? So. Wunderbar, kommen die auch angefahren. Meine Güte, die stehen hier in Zweierreihen. Das ist ja der Hammer. Oh, Charlotte, jetzt komm auch keinen Scheiß, hier verärgere mich nicht meine Kunden. Du hohle Nuss, dafür habe ich dir einen Bonus bezahlt. So, hier ist auch in Ordnung. Könnten wir die eigentlich auch mal eben schon mal öffnen dann für später? Dann kann sich da schon mal einer einreihen. Überprüfen wir Nina mal hier. Ja, Nina, was ist los? Wittert noch was, oder? Muss ich das jetzt selbst machen, Nina? Ist das jetzt ein schlechter Scherz, oder? Das ist ja schön, wenn du daneben stehst und mir zuguckst bei der Arbeit. So, was haben wir denn noch? Kratzer an der Türe. Ja, wenn der Chef das nicht selber macht. Ich sag ihm was. Man hat hier so sein Kreuz zu tragen mit den Angestellten. Ja. Ja, ja, wenn man die alle selber macht, dann sehen sie ja selbst. Oh, Charlotte, du weißt, ne? Da gibt gleich nochmal ein Mitarbeitergespräch. So. Ja, ich bin doch schon auf dem Weg. Ich kann doch nicht zaubern. Du weißt gar nicht, wie das ist, wenn man Angestellte hat, muss ich mit denen rumschlagen hier. Ja, daddel du. Dann mal zu. Quatsch nicht und fahr. Regale muss ich auch noch einräumen, mein Freund. Kraftstoffstatus niedrig. Okay, dann bestellen wir direkt. Lieferung. 200 Liter. So, du bist raus. Kommt gleich der Tankwagen. Ich bin sofort bei dir, schöne Frau. Ich wasche dann dein Auto. Ich muss nur eben einmal Eis, habe ich vergessen zu bestellen, ne? Na, wundervoll, ehrlich. Eis musste ich da auch noch bestellen. Warum sagt mir das denn keiner? Kriege ich die alle in die Regale? Das wäre natürlich schick, ne? Jo, wunderbar. Snacks hatte ich keine mitbestellt. Doch, da habe ich noch ein bisschen was. Place all hier. Zack. Nur zwei. Und den Dreck eben wegräumen.
Ja, Charlotte, was ist los? Das war aber jetzt nicht so prickelnd, ne? Also, ich habe mir mehr Umsatz gehofft hier. Wo ist denn mein Tankboy schon wieder? Schnucki Putz, wo bist du abgeblieben? Sag nicht, du bist müde. Vielleicht, wenn du bezahlt bist, vielleicht geht das ein bisschen schneller mit deiner Ausruherei hier. Muss ich eher um den Tankwagen warten. So. Dann gehe ich noch einmal selber tanken in der Zeit. Und mach bloß die bestellte Menge rein. Scheiß mir nie wieder. So. Sag, wir wollten nur Auto waschen gehen, ne? Schon wieder 36 Minuten. Ich werd wahnsinnig. Ich komme hier aber auch nicht raus aus der Runde, ne? Es passiert immer so viel. So, die Seite machen wir ein bisschen sauberer als die andere Seite. Vielleicht fällt er das nie auf. Oh, Entschuldigung. Hups. Irgendwas Durchsichtiges? Ne? Nichts durchsichtig geworden, dann ist alles gut. Tut mir wirklich leid. Ja komm, jetzt so übertreib nicht hier. Ich habe nicht ewig Wasserdruck. Mein kleines Fräulein. Ich, jetzt muss ich tatsächlich auch noch die Ränder machen. Komm, du willst mich doch. Ja, hier vorne machen, ja. Die Mutterhaube, das sieht sie. Die Nuss. Dach auch. Hier ist noch ein dicker Haufen. So, zack, mal da weg hier. Komm, jetzt ist aber gut. Jetzt lass mich hier nicht das ganze Auto. Ehrlich. Das Handwäsche, das kannst du sonst gar nicht bezahlen. Lass den Rest deinen Mann machen. Hallo? Also mit Waschen kann ich aber nicht mal Geld verdienen hier. Das gibt's doch gar nicht. Boah, die hat sich aber pingelig, ne? Du brauchst nicht wiederkommen, Madame. Das sag ich dir gleich. Ich vergeude ihr hier das ganze Wasser. Aber mal schön rein ins Auto halten hier. So. Just as I wanted. Ja, schön. Du hast mir eine Stunde spritzen lassen hier. So. So, wie sieht's denn jetzt aus hier? Einmal mal durchfegen noch die Bude. So, der Partybus war ja eben da. Das heißt, wir könnten natürlich, oder ich könnte auch mal eben die Tankstelle schließen. Und könnte dann mal eben auch hier die Wände nachgehen und so im Off. Damit wir das auch mal wieder haben. Soweit haben wir ja alles erledigt. Ey. Ja, komm, ich tank die eben selber ab hier. Komm. Das hat ja keinen Sinn. Da ist keiner mehr. Tankt die selber ab und dann schließe ich die Tankstelle. Dann können die sie auch mal ausruhen. Die Waschanlage mache ich schon mal dicht. Bevor da einer auf dumme Ideen kommt. Ja, tut mir leid, hast Pech gehabt. Ja, wolltest gerade hier reinfahren, ne? So, wie sieht denn Nina? Nina hat noch volle Kanone, Melone. Ja, komm, die können wir noch durcharbeiten lassen. So lange machen wir noch. Wobei, ich könnte es eigentlich auch in Feierabend checken, ne? Komm. Mal, wie sieht denn hier drin aus? Ein paar Gäste sind noch da. Komm, da können wir drauf verzichten.
2155 haben wir, dann kann ich lieber einmal dicht machen hier und so. Kann die mal alle in. Also Charlottchen, du darfst dich jetzt mal ausruhen gehen, ja? Leg mal eine Pause ein, komm. So, Nina, du kannst auch mal eine Pause einlegen. Ich habe hier gerade ein bisschen Umbauarbeiten zu machen. So, Reifen sind noch genug da. Spiegel sind auch noch da. Du hast ja nicht viel getan. Kratzer ist auch noch da. Wunderbar. So. So, dann würde ich sagen, dann mache ich hier mal klar Schiff im Off. Und dann hoffe ich, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Aber ich wollte noch... Warte, hatte ich denn nicht noch Toiletten? Hatte ich da nicht noch was gebaut? Kann das nicht sein? Hatte ich da nicht noch was gemacht? Nee. Nee, das ging ja, glaube ich, nicht, ne? Ach, Onkelchen wollte ja auch noch was. Stimmt, ihr Onkelchen wollte ja auch noch was. So, hier ist alles sauber. Das heißt, dann kann ich da durchstreichen. Hier ist auch alles schick. Dann streichen wir hier durch. Jetzt. Ah, ich werde aber mal die Farbe verändern von der Tankstelle. Ich werde die, glaube ich, mal ein bisschen peppiger machen. So, dass wenn Dennis da drauf sprüht, der direkt blind wird. Ja. Dann werde ich nach Gustav gehen, werde auch mal Wasserdruck herstellen. Und, ich werde mal das Lagerhaus auch nochmal durchpinseln, würde ich sagen. Und dann sehen wir uns dann zur nächsten Folge hoffentlich wieder. Bis dahin wünsche ich euch natürlich wie immer einen schönen Tag, schönen Abend und einen schönen guten Morgen. Je nachdem, wann ihr die Folge gesehen habt, bleibt mir gesund und auch gewogen. Euer Dexter, bye bye.